Riesenauflauf im Kaufhaus Tirol. Der international renommierte Starfotograf Manfred Baumann hat sein Fotostudio aufgebaut und holte sich die Besucher des Kaufhaus Tirol vors Kameraobjektiv. Hunderte Kunden warteten gespannt auf ihr Starporträt. Einzelfoto, Familienporträt oder mit dem Lieblingstier. Manfred Baumann hatte sie alle vor der Linse. Gespannt warteten die Damen und Herren auf ihr Foto, das Kunstwerk, das von dem Fotografen geschossen wurde, der sonst meistens Stars fotografiert. Und mit dem Ergebnis waren die meisten voll zufrieden. Sehr super, also die sind echt wirklich sehr schön. Ich hatte auch mal ein Fotoshooting mit Manfred Baumann und total super. Also die Fotos sind ja wirklich sehr schön. Aha. Ja, war lustig, war nett. Das war dein Kram und ja, wohin hängen wir es? In die Küche wahrscheinlich. Okay. In die Küche, ja. Um ihrem Foto noch die besondere Note zu geben, hat der Meisterfotograf es auch signiert. Und uns auch verraten, wie perfekte Bilder entstehen. Wenn man schon sehr lange fotografiert, weiß man genau, welches Licht, welche Person, was man unterstreichen sollte, was die Vorteile von einer Person sind und was die Nachteile sind, dass man das mit dem dementsprechend professionellen Licht auch dann relativ rasch erkennt und dann auch so einstellt, damit das Bild perfekt passt. Und es müssen halt einfach unterschiedliche Gesichtsausdrücke sein. Manchmal ein bisschen was Verrücktes, manchmal was Verträumtes, was Ernstes, da muss alles dabei sein. Sie haben sehr, sehr viele Stars fotografiert. Man sieht die Fotos auch hier ausgestellt im Kaufhaus Tirol. Wie ist das Fotografieren mit Stars? Dasselbe wie mit einem Besucher zum Beispiel heute hier? Ja, es ist eigentlich ganz unterschiedlich. Also es gibt auch Stars, die so durchaus auch mal nervös sind vor einer Kamera, weil sie es nicht gewohnt sind. Also zum Beispiel so Leute wie, also ich kann mich noch gut erinnern, John Malkovich, der halt ein Schauspieler ist, der sein Skript braucht, sein Drehbuch, um in seine Rolle hineinzuschlüpfen. Aber wenn er dann vor einer Fotokamera steht und er weiß nicht, was er zu tun muss, steht er dann auch ganz statisch da. Und auch da muss man ein Direktor sein. Als Fotograf ist man auch ein bisschen ein Regisseur, der dann halt einfach die Hand über diesen Schauspielern drüber legt und sagt, du, ich brauche das jetzt von dir so und so. Natürlich gibt es dann viele Leute oder andere Prominente, die das Talent einfach dazu haben, die Models sind, die natürlich dann einfach diese Ausstrahlung mit sich bringen und manche haben es und manche halt ein bisschen weniger. Manfred Baumann und das Team des Kaufhaus Tirol freuten sich über dieses weitere Highlight, das sie den Besuchern bieten konnten.